Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Besprechung von Blatt 6. Wir machen heute noch Aufgabe 4. Und bei Aufgabe 4 ging es ja darum, zwei Funktionen, die gegeben sind, auf ihre Tauglichkeit zur Lösung der Diffusionsgleichung zu untersuchen bzw. zu zeigen, dass diese beiden Funktionen gerade die Diffusionsgleichung erfüllen. Und dazu schreiben wir uns zunächst mal die Diffusionsgleichung nochmal hin. Das ist die partielle Ableitung von t. Soll gleich sein irgendeiner Konstante c² mal der zweiten Ableitung bezüglich x. Und unsere beiden Funktionen, die wir gleich betrachten werden, ist einmal f1 von xt gleich ax plus b plus die Summe von j gleich 1 bis m. Ja, wir nehmen mal n gleich 1, sonst verhaspel ich mich gleich wieder fürchterlich. Und zwar über an mal den Sinus von nx plus bn mal den Cosinus von nx mal e hoch minus n Quadrat c Quadrat t. Wobei an, bn, n und c natürliche Zahlen sind, m übrigens auch. Und die zweite Funktion, die wir betrachten, die ist gerade d durch die Wurzel aus 4c Quadrat t plus b mal e hoch, und da drin steht minus x plus a Quadrat durch 4c Quadrat t plus b. So, das Ganze ist Aufgabe 4, das schreibe ich nur flugs drüber. Und dann geht es daran, das Ganze nachzuweisen. So, also bei a mit f1. Gut, also zunächst mal, um uns die ganze Sache ein bisschen zu erleichtern, setzen wir jetzt einfach f1 von xt gleich u von xt. Und dann können wir einfach mit den Bezeichnungen arbeiten, die wir hier aus der Diffusionsgleichung kriegen. Das ist jetzt allerdings einfach nur ein bisschen Ästhetik, damit es jetzt gleich nicht ganz so Indiz geladen wird. Und jetzt müssen wir das f1 einmal nach x, zweimal nach x und einmal nach t ableiten. Also fangen wir mal mit den Ableitungen nach x an. Das heißt, wir betrachten ux von x, t. Das heißt, wir müssen das hier jetzt nach x ableiten. Dann fällt hier vorne natürlich sofort aus ax plus b das a raus. Da die Summe endlich ist, das ist an der Stelle ganz wichtig, genügt es, das, was in der Summe steht, abzuleiten und dann wieder aufzusummieren. Wenn die Summe jetzt nicht endlich wäre, dann würde das in diesem Fall tatsächlich auch funktionieren, denn dann würde hier stehen eine Fourier-Transformierte mit irgendeinem exponentiellen Zusatz, wobei man das hier oben dann entsprechend als komplexe Variable betrachten könnte. Und dann könnte man das auch wieder machen, weil Fourier-Transformierte unter gewissen Voraussetzungen gleichmäßig konvergieren. Hier haben wir aber sowieso eine endliche Summe, das heißt, wir können einfach gliedweise differenzieren, ohne uns da großartig einen Kopf drüber zu machen. Das heißt, insbesondere können wir hier einfach die Grenzen erhalten, n gleich 1 bis m. Ja, was passiert innen? Wir müssen hier einmal das Ganze ableiten. Das hier hinten ist nicht von x abhängig, das heißt, das bleibt als Faktor einfach stehen. Und somit brauchen wir insbesondere keine Produktregel, sondern wir müssen halt nur hier drin Sinus und Cosinus einmal sauber verarzten. Naja, was passiert da? Wir haben einmal an, das ist ein Faktor, der bleibt vorne stehen. Und hier müssen wir den Sinus ableiten, daraus wird ein Cosinus. Und dann kriegen wir noch als innere Ableitung ein mal n. Und das gleiche hier hinten, nur hier wird ein Minus Sinus draus, also kriegen wir diese Funktion. Und das Ganze e hoch minus n Quadrat c Quadrat t, das lassen wir einfach hinten dran stehen. Das heißt, das wäre einfach die erste partielle Ableitung nach x. Und das leiten wir jetzt gleich nochmal nach x ab, was jetzt nicht wirklich viel komplizierter ist. Das a fällt weg. Was stehen bleibt, ist die Summe. Naja, und hier drin passiert das gleiche nochmal. Das hier flippt jetzt in den Minus Sinus rein. Das heißt, wir erlangen hier ein an Minus. Dann kommt ein Sinus. Dann kommt noch ein n als innere Ableitung. Ja, und das hier wird zum Cosinus, also minus bn Cosinus von nx mal n Quadrat. Das Ganze noch e hoch minus n Quadrat c Quadrat t hinten dran. Und das schreiben wir uns jetzt gleich der Übersichtlichkeit halber noch ein bisschen anders. Und zwar ziehen wir hier noch minus n Quadrat raus, also haben wir an Sinus nx plus bn Cosinus nx mal minus n Quadrat
Eo minus n Quadrat c Quadrat t. Das heißt, das sind die beiden Ableitungen, die wir bezüglich der Variablen x brauchen. Jetzt brauchen wir eine Ableitung bezüglich t. Und diese Ableitung bezüglich t hat jetzt auch den Vorteil, dass da sehr viel wegfällt, denn sowohl dieses ax plus b fällt dann sofort weg, weil es nicht von t abhängt, als auch, dass wir hier vorne diese Sinus-Cosinus-Summe einfach jetzt nicht von t abhängig haben, sodass das einfach als Faktor stehen bleibt, sodass wir nur die e-Funktion ableiten müssen. Und die Summe bleibt darüber natürlich dann auch erhalten. Das ist uns gleich. Also n gleich 1 bis m. Jetzt bleibt das hier so stehen, wie wir es haben, nämlich a n Sinus nx plus b n Cosinus nx. Da ändert sich jetzt nichts dran, weil da nichts von t abhängt. Das heißt, wir müssen jetzt nur dieses e hoch minus Gedöns einmal ableiten. Dazu machen wir folgendes: e hoch minus n Quadrat c Quadrat t bleibt stehen. Und das Ganze nach t ableiten sagt uns jetzt einfach, es kommt minus n Quadrat c Quadrat als Faktor davor. Und damit sehen wir sofort, dass diese Funktion die Diffusionsgleichung erfüllt, denn was hier fehlt, ist eben ein c Quadrat, das wird hier dran multipliziert und dann hat man entsprechend hier sofort die Diffusionsgleichung stehen. Das heißt, das passt. Entschuldigung, wenn es ab und zu mal so ein bisschen kurz quietscht im Video, dann habe ich mich einmal ganz kurz gemutet, um mal einmal zu husten. Das möchte ich nämlich heute keinem großartig zumuten. So, b dauert jetzt ungleich länger, da haben wir halt f2 von xt als diese ganz blöde Verkettung stehen. Ich schreibe die hier nochmal hin. Und wir setzen auch hier erstmal wieder f2 von xt gleich u von xt, einfach aus ästhetischen Gründen. Und das soll dann gleich sein d durch die Wurzel 4c Quadrat t plus b mal die Exponentialfunktion ausgewertet an minus x plus a Quadrat durch 4c Quadrat t plus ebenso ein b. Ja, und jetzt machen wir im Prinzip das gleiche, was wir oben gemacht haben. Es dauert nur ein bisschen länger. Und zwar machen wir einmal zunächst die erste Ableitung nach x. Der Faktor hier vorne mit dem d, der bleibt einfach stehen, weil da ist kein x drin. Hier ist allerdings schon ein x drin, und zwar in der Exponentialfunktion. Das heißt, die Exponentialfunktion bleibt stehen. Und dann müssen wir die innere Ableitung betrachten. Und die innere Ableitung hiervon ist, den Nenner können wir ignorieren, weil da nur ein t drin steht. Also müssen wir einfach den Zähler ableiten. Das heißt, was stehen bleibt, ist minus 2x plus a mal innere Ableitung 1, passt also so, durch 4c Quadrat t plus b. Das kann man auch durchaus so stehen lassen. Man kann das hier natürlich noch zusammenfassen. Das heißt, man erhält dann minus 2d mal x plus a durch 4c Quadrat t plus b hoch 3 halbe mal die Exponentialfunktion von minus x plus a Quadrat durch 4c Quadrat t plus b. So, das war auch schon der schönste Teil dieser Aufgabe, weil ab jetzt wird es ein bisschen ekelhaft. Denn, was wir jetzt sehen, wir haben jetzt hier vorne einen Faktor, wir haben hier hinten einen Faktor. Die hängen beide von x ab. Das heißt, wenn wir das jetzt gleich nochmal nach x ableiten, ist das nochmal eine Produktregel, die da rauskommt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Also uxx von x, t. So, jetzt leiten wir also zunächst mal das hier ab. Beziehungsweise, bevor wir jetzt großartig weitermachen, ignorieren wir hier unten im Prinzip die Wurzel. Das heißt, wir schreiben uns das hier wieder um, sodass hier unten ein hoch 1 stehen bleibt. Und dann leiten wir den Rest weiter, weil das können wir ja als Faktor rausziehen. Das macht die Sache so ein bisschen einfacher. Das heißt, was machen wir konkret? Wir ziehen ein d durch 4c Quadrat t plus b und dann die Wurzel daraus erstmal nach draußen. Das heißt, wir ignorieren hier im Prinzip so ein Teil und dann wenden wir auf den Rest Produktregel an. So, das heißt, wir nehmen im Prinzip die Darstellung von hier oben. Das können wir vielleicht mal einfach nochmal kurz hier anmerken. So. Und jetzt leiten wir hier halt das ab, wobei wir das hier als u nehmen und das hier als v, damit einfach jetzt gleich keine Unklarheiten entstehen.
So, das hier ableiten, U' ist erstmal die Exponentialfunktion selbst. Ja, durch diese 4c Quadrat t plus b. Ja, mal die innere Ableitung, die haben wir ja gerade schon hingeschrieben. Und das dann noch mal das v, was wir haben, also noch mal sich selbst. So, plus. Jetzt bleibt die Exponentialfunktion stehen. Und dafür müssen wir den hinteren Teil nach x ableiten. Ja, und der hintere Teil ist aber hier gerade minus 2 mal x plus a. Das heißt, wenn wir den ableiten, dann kommt gerade raus minus 2. Das ist ja im Prinzip einfach linear. Geteilt durch den Nenner 4c Quadrat t plus b. So, das ist dann die Ableitung, bevor wir irgendwas vereinfachen. Ja, und das müssen wir jetzt noch im Prinzip ein bisschen weiter aufdröseln. Also, was passiert als nächstes? Das hier vorne bleibt einfach erstmal stehen, weil da machen wir noch nichts mit. Und was wir hier hinten machen, ist, wir klammern erstmal diese Exponentialfunktion aus. Das heißt, exp von minus x plus a Quadrat durch 4c Quadrat t plus b, das klammern wir aus. Und dann gucken wir einfach mal, was stehen bleibt. Hier unten bleibt sicher stehen minus 2 durch 4c Quadrat t plus b. Ja, und hier oben kommt halt hinzu plus 4. Ja, da sollte gleich noch ein Bruch hinkommen. Also plus, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen die 4 zusammenziehen. Nur minus mal minus ist ja plus. Also x plus a Quadrat. Und das hier unten ergibt einen 4c Quadrat t plus b in Klammern ins Quadrat durch das Malzeichen. So. Ja, und das schreiben wir uns jetzt um. Wir ziehen hier jetzt noch eine 4 raus. Schreiben uns das hier als 4c Quadrat t plus b hoch minus 1/2. Ja, bekommen dann raus hier die Exponentialfunktion, die bleibt noch stehen. Plus b. Ja, und was entsteht dann hier hinten? Hier hinten können wir dann, dadurch, dass wir eine 4 ausklammern, einfach mal hier insgesamt noch 1 durch 4c Quadrat t plus b in Klammern ins Quadrat ausklammern. Das heißt, hier vereinfachen wir noch ein bisschen drin rum. Dadurch, dass ich jetzt natürlich hier diese 4c Quadrat t plus b ausgeklammert habe und zusätzlich hier die 4, kriege ich hier dann 1/2 rein. Das heißt, hier bleibt stehen minus 1/2 mal 4c Quadrat t plus b plus gerade x plus a Quadrat. Mal kurz eine neue Seite. Und das kann man dann jetzt final zusammenfassen zu. Die 4d bleiben stehen. Das hier kann ich hiermit zusammenfassen zu 4c Quadrat t plus b hoch minus 5/2. Die Exponentialfunktion bleibt stehen. Wenn man das jetzt ein bisschen schonender aufschreiben möchte, kann man natürlich für dieses exp auch irgendwie eine Funktion Alpha von x definieren oder Alpha von xt und die dann mal dahin schreiben. Das geht natürlich auch. Ja, und was hinten in der Klammer stehen bleibt, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen, ist minus 1/2 in Klammern 4c Quadrat t plus b plus in Klammern x plus a ins Quadrat. So, und das ist jetzt eine Ableitung, die kann man erstmal so stehen lassen. Die hat jetzt insbesondere den Vorteil, wir werden gleich wieder sofort sehen, dass die Diffusionsgleichung erfüllt ist, ohne dass wir noch großartig rechnen müssen. Denn was fehlt uns noch? Wir müssen jetzt noch einmal diese Funktion u, die wir uns oben definiert haben, auch nach t ableiten. Ja, und das ist ein bisschen diffizil, weil jetzt kommt natürlich die Produktregel unten in die Wurzel rein. Das ist allerdings auch nicht weiter tragisch, denn was passiert? Naja, wir rechnen einfach minus 1/2 d mal 4c Quadrat t plus b hoch minus 3/2. Das ist im Wesentlichen nichts anderes, als wir schreiben uns hier oben in dem u
einfach diese Wurzel einmal als den inneren Teil mal hoch minus 1/2, dann kommt minus 1/2 als Exponent nach vorne beim Ableiten und der Exponent wird um 1 erniedrigt. So, und jetzt brauchen wir noch die innere Ableitung der Wurzel. Das heißt, es kommt noch dran mal 4c Quadrat. Das Ganze dann durch die Produktregel nochmal die Exponentialfunktion durch 4c Quadrat t plus b. Und dann plus. Jetzt lassen wir den ersten Teil stehen mit der Wurzel, also d mal 4c Quadrat t plus b hoch minus 1/2, damit das jetzt gleich ein bisschen kompatibel ist. Und jetzt müssen wir halt diese Exponentialfunktion ableiten bezüglich t. Ja, dafür bleibt die Exponentialfunktion selber aber immer noch stehen. Und wir müssen nur die innere Ableitung ausgleichen. Ja, und die innere Ableitung ausgleichen, das bedeutet gerade, wir müssen noch hiervon die innere Ableitung bilden. So, und dazu bleibt jetzt dieses x plus a Quadrat stehen. Und wenn wir das hier unten ableiten, hebt er das minus 1 nach vorne, ziehen das Minus hier weg. Das heißt, da kommt kein Minus mehr vor. Und das hier unten wird quadriert, also durch 4c Quadrat t plus b ins Quadrat. Und jetzt noch die innere Ableitung hiervon. Das heißt, das Ganze noch mal 4c Quadrat. Ne? Innere Ableitung bezüglich t ist jetzt ja 4c Quadrat. Ja, und das müssen wir jetzt noch zusammenziehen und dazu klammern wir jetzt im Wesentlichen 4d mal c Quadrat aus, fassen diese 4c Quadrat t plus b Terme geeignet zusammen und dann erhalten wir Folgendes, also 4d mal c Quadrat, dann wird hier vorne ein 4c Quadrat t plus b hoch minus 5/2 draus. Die Exponentialfunktionen bleiben einfach stehen, weil die stehen ja in beiden Summanden so, wie sie da stehen sollen. So. Ja, und was ich dann noch erhalte beim Ausklammern ist hier vorne das x plus a Quadrat und da hinten minus 1/2 4c Quadrat t plus b. So. Und jetzt müssen wir das nur mal vergleichen. Was haben wir hier noch drin stehen? Wir haben hier vorne ein c Quadrat drin stehen. Das müsste man hier vorne ergänzen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob alle Terme abgedeckt sind. Also wir haben hier nun 4d. Wir haben 4c Quadrat t plus b hoch minus 5/2. Die haben wir hier auch. Dann haben wir hier die Exponentialfunktion. X plus a Quadrat und minus 1/2 mal dieses 4c Quadrat Gedöns. Das heißt, das stimmt auch. Und hier ist einfach nur ein c Quadrat dran multipliziert. Und damit folgt dann letzten Endes auch, dass diese Funktion die Diffusionsgleichung erfüllt. Denn wir nehmen uns einfach uxx und multiplizieren da das grüne c Quadrat dran und erhalten genau unsere Lösung. Gut, also die war ein bisschen hässlich, einfach von den Ableitungen her, aber das ist einfach eine gute Übung, um mal dieses handwerkliche Ableiten ganz gut auf Kette zu kriegen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die nochmal nachzurechnen, aber so eine Aufgabe wäre zumindest keine klassische Klausuraufgabe, auch wenn ihr diese Kompetenzen, partielle Ableitungen zu bilden, natürlich schon drauf haben solltet, gerade im Hinblick auf mehrdimensionale Extrema mit und ohne Nebenbedingungen, wo man ja dann Gradienten gleich Null setzt und so weiter und so fort. Da kümmern wir uns dann nächste Woche wieder in der Live-Übung drum. Gut, das wäre es dann von meiner Seite zu Blatt 4, Blatt 6. Sollten dazu noch Fragen irgendwie auftauchen, dann gerne nächste Woche, persönlich oder per Mail oder wie auch immer. Als Kommentar hier drunter geht natürlich auch. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen und es ist zumindest eine probate Art, dieses Blatt zu besprechen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wie jede Woche, und wünsche noch einen schönen Tag, wenn auch immer ihr das guckt, und bis demnächst. Tschüss.